Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within 2 mit Lisa und Simon. Denn der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht, aber da war es schon zu spät. So, und weil ich ja jetzt hier erfolgreich hingelotst wurde, darf ich mich jetzt auch hier um die Kirchensache kümmern. Ich habe gerade gehört, hier soll was passieren. Obwohl ich überhaupt keine Lust habe, es ist so klar, dass da drin was passiert. Ich mach's mir gemütlich und esse Kekse. Bitte vergib mir. Ich finde das nicht fair. Meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Hallo? Oh Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Ein Kreuz. Alles in Ordnung? So ein bisschen, also mit dem Kreuz erkreuzt praktisch, weil das steckt ja in dem drin. Das ist das Mobius-Zeichen. Also der spuckt. Der wird jetzt wohl ein Zombie. Aber ein normaler, oder? Naja, scheinbar so. Haben wir eine Blockentaste? Wir haben keine Blockentaste, oder? Nein, wie könnte ich blocken? Wieso nicht? Kack, 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 scheiße. Oh ja. Lift. Der andere ist rausgegangen. Ha, ha. Mensch, das sind die Erzählkünste, die kenne ich von mir gar nicht. Könnte am Auto eben liegen. Nein! Spritzen voll, what? Du musst den mal in den reinjagen. Aber wir sind gar nicht verletzt. Wie mache ich denn das außerdem? Das ist schlecht. Damit zwei rüstest du die aus. Wenn wir nicht verletzt sind, dann lass das. Ich hab vergessen, wie man die benutzt. Na warte mal, ist hier drin nichts mehr? Ja, ich habe jetzt gerade schon geschaut. Ach doch, da, guck mal. Kiespulver. Boah. Aha. Aha. Guck dich. Also ich muss sagen, mit einem Maschinengewehr würde ich mich ja deutlich sicherer fühlen. Oder wie bei Wolfenstein. Zwei Maschinengewehre. Wisst ihr, die reagieren auf alles, aber rascheln im Busch, raffen die, ne? Warum deuchst du denn hier um jetzt? Weil der zurückkommen wird, denke ich mal. Der ist ja auch gerade weggelaufen. Der ist so krass auf Droge. Ich hab gar nicht checkt, was um ihn herum passiert. Aha. Das hättest du aber hingekriegt. Ja, ja. Komm, dreh dich um. Das ist so hart, ey. Ich weiß. Das ist auch deutlich entspannter, wenn ich nicht an der Reihe bin. Komm klar. So, also. Da wird ganz viel grünes Gel gesammelt. Das ist wunderbar. Das sind zu viele. Ich würde gerne den hier verfolgen. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Dann gucken wir mal, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Wahrscheinlich rechts und dann links. Ja, ich geh jetzt mal hier die Treppe hoch. Treppe hoch? Ja. Müssen wir nicht unten lang? Ja, aber ich bin neugierig, was hier oben ist. Ah, guck mal, wir können aufs Dach. Awesome. Und jetzt hätte ich gerne ein Scharfschützengewehr. Das gibt's. Dann hätte ich es gern jetzt. Das gibt's nicht. Da ist wer auf dem Dach. Nee, bloß einer. Nee, doch, bloß einer. Weiß nicht, der. Nee, hä? Ja, das sind Dead Bodies Everywhere. Ach, guck mal, da ist ein Mobius. Das ist, glaube ich, einer von den Operatoren.
Ich glaube, die sucht was. Die heult. Die ist traurig. Die hat bestimmt ihre Tochter verloren. Guck, die sucht, wo die ist. Wo ist mein Kind? Scheiße, das hat mich gekriegt. Jetzt hast du einen Angst verbraucht. Ja, das war der Nahkampfangriff. Tut mir leid. Die Musik ist. Also, bei aller Liebe, aber die Musik, da ist der Sniper. Die Musik nervt. Da passiert gar nichts, da kommt so. Bom, 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 bom. Oh, was haben wir. Da ist dein Scharfschützengewehr. Awesome. Beschädigtes Präzisionsgewehr. Dieses Präzisionsgewehr ist stark beschädigt. Mit den richtigen Teilen könnte es repariert werden. Allerdings kann der Vorbesitzer dem nicht mehr sagen, wo man sie findet. What? Wieso nicht? Ich laufe hinüber. Aber der Rest sieht gut aus. Edu, frag mal. Ich muss ein paar Ersatzteile finden. Reiß dich zusammen! Wer kommt nie? Movius Kommunikatorprotokoll Ersatzteile. Kommunikationsprotokoll auf dem Kommunikator gefunden. Keating? Keating? Nein, das war eine Frage, ob man das so ausspricht. Keating. Keating, Ron Keating? Ist das? Wir sind auf dem Dach des Gebäudes neben dem Besucherzentrum. Der Lauf des Präzisionsgewehrs ist hinüber. Brauche Ersatzteile. Die Teile sind im Vorratsschuppen gegenüber von Union Auto Repair. Der ist ganz oben im nordwestlichen Winkel der Stadt. Direkt am Rande des Bruchs. Komm schon, Mann. Mir egal, wo sie sind. Bringen sie mir einfach, bevor diese Dinger hier aufs Dach kommen. Scheiße, Mann. Warum kriege ich immer die gefährlichen Jobs? Weil du redest wie ein Neandertaler. Ja, dann passt es doch, oder? Es ist hier voll Inception geklaut. Der kleine Perverse da. Ach, Tab. Mal kurz gucken. Ach, das ist hier jetzt eine Map? Die Abtrünnigen. Aha. Was ist das? Das ist der Unterschlupf. Aha, okay. Also müssen das heißt, wir müssen die hier... Kann ich das... Wegpunkt setzen? Awesome. I like Prost. It. Dreh dich nochmal zu dem um. Nein. Ich glaube, ich weiß, wie der gestorben ist. Da liegt eine Flasche, glaube ich. Waffenteile, oder? Ah, das sind Waffenteile, ja. So, jetzt guck mal bitte von dem Dach hier runter. Nee, nicht rüberklettern. Lass mal da runter gucken, lass mal da sehen. Da ist der Transporter. Oh. Was war denn das? Irgendwas hat doch da jetzt... Nichts, was wir nicht schon kennen. Falscher Knopf. Zoom mal, also mach mal hier Rechtsklick bitte auf die Deppen da unten. Das sind zwei Stück noch. Wo ist denn der dritte? Wir haben einen getötet, das waren aber vier. Den würde ich aber auch nicht umnieten, das bringt nichts. Der muss ja erstmal vom Dach runter. Der stirbt, wenn der vom Dach fällt. Lass mal gucken. Ich glaube, der stirbt nur dann, wenn er direkt auf den Kopf knallt. Platsch, squish. Ob hier hinten noch irgendwas ist. Haben wir jetzt hier schon alles? Also aus dem Koffer haben wir alles, was wir mitnehmen konnten. Munition ist übrigens voll. Ups. Wobei ich schwören könnte, dass wir vorhin mal 19 hatten. So geil. Der Kunde hat ein... Unser Gott. Ich wollte eine Flasche nehmen, aber die ist voll. Ich höre Geräusche. Ja. Na, wir gehen einfach mal runter gucken. Nee, wisst ihr, der Typ? Tasche, Messer, Holster, Hose, so eine Cargo-Pants fast schon. Das waren 19 Schuss, ne? 19. In dem ersten Teil musste man die Zombies mit Streichhölzern verbrennen, damit die nicht wiederkommen. Und er konnte, glaube ich, nur 5 tragen oder so. Klar. Nimm doch ein Feuerzeug. Oder waren das speziell geheiligte, geweihte Streichhölzer oder was? Keine Ahnung. Geräusche lockt die an. Ja, ich schieße aber nicht durch die... Ups. Nicht rüber? Ja. Awesome. Also... Dich sieht niemand, du siehst aber auch nichts. Ja. Großartig. Links! Messern! Da ist doch noch jemand. Lieber. Da. Na, das war aber jetzt sehr unverhofft, dass die da aus dem Schatten kriecht.
würde mich wirklich deutlich sicherer fühlen, wenn wir mehr Waffen hätten. Oder wenigstens irgendein sinnvolles Maß an. Bring den jetzt da oben. Waffen und Scheiß. Glibber für alle! Glibber für alle! Ein Katana oder sowas wäre eine schöne Sache. Und nicht so eine Einmal-Axt. Huch! Der Griff war doch wieder bloß aus Pappe. Mal, weißt du, das ist auch so ein Ding. Du musst den in den Kopf schießen, Messern reicht in den Bauch. Ja. Klar. Logisch. Was will denn dir das Spiel sagen? In dem Auto sitzt da wer? Da hat's hingezeigt. Wo kommt denn das Auto? Ja, das ist eine Leiche oder so. Oh, ganz schön. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, 5 Platz. Hm? Was heißt denn das? Resonanz. Punkt, weil. Wenn der Kommunikator ausrüstet, ist erscheint ein. Aha. Also, du bist einem Quest sehr nah, oder was? Zu viele. Krieg dich ein, James. Nein, nicht. Ich check das nie. Also ich hätte jetzt auch gerne zu Ende gelesen, aber es war so schnell weg, dass es mir leider nicht möglich war, das zu Ende zu lesen. Ah, guck mal, hier kann ich runterklettern. Awesome. Oh. Ah. Ah. Guck mal. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Okay. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ah. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Ja, krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ich denke... Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Ah. Oh. Keine Nachricht von Mobius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha 1 Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha 1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Die sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Was ist dein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer, offenbar waren sie hier. Links ist noch was. Aber wohin sind sie gegangen? Flaschen. Ich würde mal nach rechts gucken, ob da vielleicht jetzt irgendwas kommt. Hat sich deine Map erweitert? Was ist das? Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. True, true. Aha. Abtrünnigen. Okay, hier ist doch die Kirche, oder? Nee, warte mal. Ja, das ist die Kirche. Zwei Eingänge? Keine Ahnung, das könnte auch die Mauer sein. Also ich will jetzt erstmal da zu diesem... Oben Transporter. Rechts ist noch ein Zombie. Oder was auch immer das ist eigentlich. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Haben die ein fixes Spawnverhalten oder tauchen die willkürlich auf? Weiß ich nicht. Kannst doch Flaschen werfen, um die abzulenken, oder? Oder ja. Kisten einfach wegschieben, die sonst nicht beweglich sind, ne? Wie werfe ich denn eine Flasche? Aha. E benutzen. Werf die mal. Nicht, dass sie dann dir vorbei müssen. Das ist halt, du bist ein Decksüßer. Ja, weil ich die falsche Taste drücke. Oh mein Gott. Unter dir. Kann man ausrüsten oder sowas? Eins. Jetzt sind wir da weg.
habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Yeah, yeah. Same party. When the drugs kick in, ne? Was machst du jetzt den Scheißen nochmal hier, den Mist? Alter, ich glaube, die ist auf einem Rave im Kopf. Zu viel LSD? Ah, du kannst die von hier oben erledigen. Nee, noch eine höher. Hier erwischen sie dich noch. Bei der nächsten aber nicht mehr. Jetzt kannst du nicht auf den Laster. Geh mal auf den Laster. Geh mal in. Ich würde gerne hier sein. Warum? Ich treffe nicht richtig. Ich glaube, dass sie hier hochkommen, ehrlich gesagt. Ja, aber dann doch eher auf die blaue Kiste als auf den Laster. Also, ist ja wesentlich logischer. Guck mal, da ist er schon. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist noch einer rechts. Ja, schön. Hör auf dich zu bewegen. Aha. Alter. Auf! Oh Gott. 10 Schuss später waren 3 Typen tot. Tut mir sehr leid. Ich hab nie gesagt, dass ich gut im Zielen bin. Was vorhin war nur Glück. Nie da verloren. Das ist ein Stück Gehirn. Wer weiß. So, hier ist noch einer. Links ist noch Glibber. Nee, hä? Doch, ne, hier auf dem Boden. Nee, hä? Ach, das ist eine Reflexion, Entschuldigung. Wo ist denn hier noch so ein Typi? Also, es kommt von links, nicht von da. Na, da sind ja noch zwei. Deutsch, Entschuldigung. Ach, die zwei. Oh. Hallo. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Oh, eine Armbrust. Krass. Ist aber ganz schön hässlich. Hüterarmbrust benutzen. Maus 2, Maus 1, Maus 1 loslassen. Bolzentyp wechseln. Die meisten Bolzentypen der Hüterarmbrust dienen als Annäherungsminen, nachdem sie auf eine Oberfläche abgefeuert wurden. Bastian löst keine... sehr gut. Wir lösen keine Annäherungsminen aus. Kann weder lesen noch schießen. Sebastian, nicht du. Weißt du kannst den Rest des Spiels gleich alleine spielen. Dann wird hier nichts passieren. Wenn du ein Bolzen der Hüterarmbrust auf eine Oberfläche abfeuerst und sich genau gegenüber eine weitere Oberfläche befindet, erschaffst du eine Stolperdrahtfalle. Ein roter Laser beim Zielen zeigt dir an, wo der Stolperdraht entsteht. Aha. Umblättern. Bockbolzen. Sicherung und Schießpulver. Aha. Okay. Now we know. Was ist so was einfach klar? Gewitter? Oh oh. Mit diesem Arm spielst du getroffene Gegner auf. Harpunenbolzen erzeugen beim Abfeuern kein Geräusch, können daher ein bisschen... Gefällt mir. Das ist geil. Haben wir... Ich hab wahrscheinlich... Schockbolzen und Harpunenbolzen. Alter, ist das Ding hell. Du willst ja nicht direkt verbrennen. Also verbrauchen, das war Quatsch, oder? Nee, das bringt doch nichts. Hm. Guck mal, der hat eine... Eine Axt. Den erstmal. Müsste die Armbrust mal auf den Schnellzugriff legen. Und zwar auf 2. Weiß. Mach die da auf die 8. Hier. Dann kannst du nämlich alles vorher mit. Ja, genau. Zum Beispiel. Abgefahren. Was ist das? Improvisiert. Nee, das wollten wir nicht machen. Das verbraucht sinnlos Teile. Das verbraucht mehr Teile. Mehr Teile.
Mehr Teile? Mehr Teile. Hauptsächlich Salzwasser. So, okay. Wir wollen jetzt... Wir haben gar nichts mehr, was ist denn hier los? Wir wollen jetzt mal dahin. Wegpunkt setzen. War ganz schön weit weg. Da liegt der noch. Ah, ne. Oh. Danke. Siehst du mal, das ist doch gut, hä? Das ist für alles, was du vorhin verkloppt hast. Entschuldige bitte. Ich stand unter Stress. Unter enormem Stress. Weil du deine Tastatur nicht blind beherrscht hast. Ja. Junger Padawan. Was hat denn der da? Hängt der mit dem Buch? Warte mal, was kannst du da machen? Da ging da was. Oh, schade. Patsch, 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 patsch. Lass uns planschen. Ob der Tote, der da liegt, was hat? Da liegt Glibber. Ja. Jetzt ist wieder... Haben das wir wieder ist wieder irgendwas. So ein Modus. Alter, wir haben auch viel Gel. Das ist immer noch die Mädchenstimme. Okay. Ach. Was? Das ist die Resonanz, die wir gerade hatten, glaube ich. Der tote Mobius-Mensch. Jupp. Kannst du eigentlich dran pinkeln? Nee, ich aber bin ein Hund, ich bin ein Hund! Man kann... Oh. Hm. Das sieht versiegelt aus. Man kann mit diesen Hydranten ja Wasser auf die Straße lassen und dann kann man da einen Elektroschockbolzen reinballern und die alle frittieren. So, der wir hier schon sehr erfolgreich gesäubert haben. Können wir uns hier auch ein bisschen schneller bewegen? Jetzt kann ich nicht mehr. Lusche. Was? Flasche verbraucht. Hä? Nix. So. Speichern. Wir Freunde. Achso, ja, speichern. Müssen wir da. Ja, was heißt denn davon, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen? Speichern. Wir haben jetzt neue. Wir haben jetzt ganz viele Punkte. Okay, dann gehen wir nochmal zu unserem... Da musst du jetzt keinen Wegpunkt setzen. Ich wollte nur gucken, wo ich hin muss. Na, einfach dahin. Naja. Jump! Ja, das ist das rot leuchtende da. Naja. Ja, ja. Das war so unauffällig. Ja. Dachte ich mir auch, deswegen habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen. Nee, rechts. Ja. Hintereingang. Also Nebeneingang. Wenn die jetzt hier alle weg sind, ob wir dann hier die Scheibe einhauen können? Okay, ich wüsste nicht mal drin. Wie. Evil. Warum macht der denn hier drin immer automatisch das Flashlight an? Verstehe ich nicht. Keiner weiß es. Hallo, Neil. Hast du Kaffee? Mal Kaffee. Aber das brauchen wir da gar nicht. Ach, eine schöne Tasse Kaffee? Doch. Ja, und jetzt aber... Ja, gut. Weil das Ding ist, die regeneriert sich ja langsam. Das heißt, wenn wir in der nächsten Episode Mist bauen, was durchaus vorkommen kann, wenn ich spiele, haben wir hier ein Problem, weil kein Kaffee mehr da ist. Ja. Aber in der Kirche liegt ja noch eine Spritze. Kaffee. Kaffee. Gut, das bist du nicht erstmal... Also ich würde jetzt abmoderieren, bevor wir speichern. Ach so, okay, Verzeihung. Nee, also du darfst, aber das war mein Einwand. So, meine Lieben, wir werden in der nächsten Folge den abtrünnigen Quest weiterverfolgen. Und, und danach mal schauen, ob wir zwischenzeitlich noch etwas anderes finden. Falls nicht, gehen wir der Hauptquest dann einfach nach. Und in der nächsten Folge ist wieder dran... Da-da-da-da! Simon! Da ist noch einer. Es wird ganz fantastisch, glaubt mir. Total. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von unserem kleinen Let's Play Together haltet. Wirklich?
Und wir hoffen, ihr seid doch in der nächsten Folge wieder dabei. Also ich möchte kein Feedback. Ich fühle mich so schon schlecht genug. Nein, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis dann.